Und damit sind wir jetzt hier bei Mr. Brunch angekommen. Mr. Brunch. What? Ja, wir sind ein junges Startup aus Zürich und liefern das morgen bis an die Haustüre. Soll es vom kleinen Anlass sein, von zwei Personen zu Hause zu größeren, sage jetzt mal Familienfesten, machen wir alles möglich. Das heißt, wenn ich jetzt Pen und Paper bei mir zu Hause habe, dann habe ich meistens Gäste, die doch bei mir übernachten, weil wir spielen bis 2 Uhr morgens. Und dann könnt ihr eigentlich so für 4, 5 Leute am nächsten Morgen Frühstück liefern. Das ist korrekt, genau. Aktuell ist es so, dass man bis 8 Uhr am Vorabend bestellen muss. Das heißt, wenn die Jungs kommen um 18 Uhr, muss man bis 20 Uhr muss man bestellen für den nächsten Tag. Wir machen jetzt aber, sind dran, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir bald am Morgen auf On-Time-Delivery starten können. Dass man morgen aufsteht und sagt, hey Jungs, es ist nicht offen, ich will etwas frühstücken und dann kann man bei uns bestellen. Mega cool, also vor allem für mich, ich bin so, ja, nächste Laden ist 2 Dörfer weiter, ist ein bisschen weit, je nachdem, also finde ich genial. Was würde mich das dann kosten ungefähr? Ist ziemlich unterschiedlich, wir haben für jede Budgetpart haben wir etwas zusammen, das heißt, wir haben Boxen von 40 Franken, die gehen rauf bis zu 140 Franken, ist aber auch Personenanzahl abhängig. Ich sage jetzt auch, für 40 Franken ist für 2 Personen einfach weniger an der Menge. Und diese für 140 Franken, das kann dann eine Family Bundle Box sein, wo du dann für 6 Personen ausgesorgt hast. Oder soll es etwas für die Liebe sein, haben wir auch spezielle Sachen mit noch einem French Toast Mischung oder eine Rose dazu. Kostet auch um die 100 Franken, so etwas Schönes zu bescheren. Das heißt, wenn ihr mal den Hochzeitstag vergessen habt oder den Geburtstag eurer Liebsten, hier ist die Rettung. Sehr gerne. Wir liefern bis 60 Fahrtminuten von Schlieren entfernt. Das heißt, es ist fast der komplette Aargau bis St. Gallen, hoch fast bis nach Basel, Luzern runter. Und bis 30 Minuten von Schlieren ist es kostenfrei. Cool, ich merke, ich bin auch noch knapp drin. Super genial. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Das Startup wurde gegründet 2020 von einem ehemaligen Influencer, Bendri Beira. Er war auch Höhle der Löwen mit dem Startup und dann hat leider der Investierworte, der DJ Antoine, dann doch nicht investiert. Und dann sind wir gekommen, haben das im 2020 Ende Jahr sind wir eingestiegen, die Firma mittlerweile übernommen. Das heißt, die Firma geht es offiziell seit 2020. Richtig ab geht's erst seit 2021, genau. Kann man sich jetzt streiten nach den jüngsten Verkaufsgeschichten aus Höhle der Löwen, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass er doch nicht investiert hat und ihr eingestiegen seid, aber das diskutieren wir jetzt mal nicht hier. Aber auf jeden Fall eine coole Idee, gefällt mir sehr gut und dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß. Danke vielmals, das wünsche ich euch auch. Schönen Tag. Dankeschön. Danke.